das Kommando Schau. Dieses Kommando wird dir in vielen Lebenslagen mit deinem Hund sehr hilfreich sein können. Um den komplexen Ablauf einer fortgeschrittenen Kombination zum Thema Ansprechbarkeit aus dieser Videoreihe zu trainieren, solltest du mit deinem Hund das Kommando Schau üben. Vor jedem Kommando sprichst du ja jetzt schon deinen Hund mit seinem Namen freundlich an. Falls du die Vorläufervideos noch nicht gesehen haben solltest, kannst du das gern später nachholen. Die Videoreihe hier zur Ansprechbarkeit muss nicht in strenger Reihenfolge geschaut oder trainiert werden. Man kann im Grunde alle Elemente in jedem Spaziergang oder zwischendurch ganz entspannt zu Hause einbauen. Und so funktioniert es, dass dein Hund dir in die Augen sieht. Du nennst deinen Hund bei seinem Namen und legst deinen Finger auf deine eigene Nase. Der Hund wird dir nun direkt in die Augen schauen. Bestätige sein Verhalten mit Klicker- oder Markerwort und gib direkt ein leckeres Futterstück zur Belohnung. Das wiederholst du, bis das Kommando Schau gut funktioniert. Du kannst natürlich auch ein anderes Kommandowort wie Guck oder Hafermilch-Sahnetorte verwenden. Das liegt ganz bei dir. Aber versuche deine Kommandos stets beizubehalten und keine verschiedenen Worte für ein Kommando zu nutzen. Schau bleibt Schau, Guck bleibt Guck, Hafermilch-Sahnetorte bleibt, naja, du verstehst schon. Steigere den Schwierigkeitsgrad, indem du deinen Finger immer länger auf deiner Nase lässt und der Hund dich für sein Futter länger ansehen muss. Wenn du merkst, dass dein Hund nach ca. 5 Sekunden immer wegschaut oder abgelenkt ist, war dies noch zu schwierig und du solltest wieder zu 3 bis 4 Sekunden zurückspringen und die geringe Zeit trainieren, bis diese ganz sicher sitzt. Immer ganz kleinschrittig trainieren mit viel Geduld und Spucke, dann ist langanhaltender Erfolg gewiss. Das Kommando Schau eignet sich übrigens auch beim Spaziergang, bei Fremdhundebegegnungen und anderen Reizen sehr gut. Dazu aber eine eigene Videoreihe später. Nun wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Üben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Schritt im nächsten Video. Abonniere diesen Kanal und klick die Glocke, um keinen Trainingsschritt mehr zu verpassen. Sitz, Hocki, Platz. Ja, prima. Ende. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.